Beim Ballonfestival in Moers wollten heute Nachmittag die Miniaturballonfahrer zeigen, was sie drauf haben. Bis zum Sonntag geht das Festival im Freizeitpark Moers, doch der Anfang war gar nicht so leicht. Hier kämpften die Ballonfahrer mit zu viel Wind. Die Bedingungen sind nicht optimal, weil halt zwischendurch immer wieder Windböen reinkommen. Aber er steht erstmal und wenn zu viel wird, dann müssen wir wieder einpacken. Immerhin ein paar Meter schweben lassen, trauten sich die Piloten dann doch. Zur Sicherheit blieben die Ballons allerdings an der Leine. Heute Abend sollten 20 große Heißluftballons starten, doch das Windrisiko war den Veranstaltern zu hoch. Weil wir noch Bodenwinde bis zu 25 Knoten reinbekommen werden. Und da sind die großen Ballone noch nicht mal zu halten dann. Und in der Luft macht die Windgeschwindigkeit eigentlich nichts. Nur man muss A hoch und man will auch alle wieder runter. Jeweils um 6.30 Uhr und 17 Uhr ist für morgen und übermorgen noch einmal ein Start der Großballons geplant. Voraussetzung: weniger Wind. Ja, gutes Gelingen.